Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich komme gerade vom Training und wir wollen Eisbaden. Und wen haben wir hier beim Eisbaden getroffen? The Ice Bars Queen. Und ja. Ich habe euch gesagt, also das ist ja... Entschuldigung, ich hätte zu kurz dran gewusst. Ich bin, ich glaube, mittlerweile kennen mich einige von euch und Kate. Und ja, ich gehe gerne Eisbaden. Wir haben damit angefangen. Ja, vor allem mehr tatsächlich. Und ich habe mir noch in der Vorbereitung auf das YouTube über Gedanken gemacht. Ich wollte euch so viele Vorteile erzählen, aber dann dachte ich, Kate würde das besser noch erklären, weil ich bin jemand, ich praktiziere das. Ich habe so diesen mentalen, dazu erzähle ich nachher vielleicht noch was ich da für mich rausnehme, aber Kate kann noch besser so die anderen Vorteile erklären und deswegen hast du Lust, ein 3-4 zu sagen? Ja, auf jeden Fall. Weil ich mich aus. Also eigentlich, was mir super wichtig ist, ist, dass man die Vorteile einfach selber spüren sollte am Körper und auch an dem, was es mit einem mental macht. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das Eisbaden die Kälte einmal widerstandsfähiger macht und einfach besser im Umgang mit Kälte macht. Das haben wir alle so ein bisschen verlernt, weil wir nur noch in dieser Komfortzone 20 Grad herumdümpeln und ja, die Kälte hat eine Funktion, sie trainiert das Gefäßsystem. Wenn wir ins Wasser gehen, dann zieht sich alles zusammen und wenn wir aus dem Wasser rauskommen, dann öffnet sich alles wieder und das ist Training für deine Gefäße. Je besser du durchblutet bist, desto besser können Nährstoffe durch deinen Körper transportiert werden. Und das ist eine ziemlich geile Sache. Dann haben wir definitiv auch Effekte auf das Immunsystem. Also vor allem in der kalten Jahreszeit ist es ziemlich geil, wenn du da auch einfach was für deine Abwehrkräfte tust. Und ja, also ein ganz wichtiger Punkt ist einfach diese mentale Sache, dass du etwas tust, wo du weißt, dass es ein ziemlich krasser Stressor ist für dich. Und du lernst in stressigen Situationen, also nicht nur im Wasser, sondern auch in alltagsstressigen Situationen, einfach entspannt zu werden. Du kannst dich durch deine Atmung runterbringen und entspannt werden und das ist ziemlich geil. Ja, ja, das ist halt auch wirklich etwas, was ich gestern noch gelesen habe, so dass es das Neurotransmitter und Serotonin, also das Wohlbefinden, halt ansteigt und das ist halt... Dopaminausschüttung ist halt länger. Also wenn du Schokolade isst, hast du diesen kurzfristigen Dopaminausstoß und wenn du Eisbaden gehst, dann ist das wirklich ein bisschen langanhaltender. Und für mich ist der Grund, warum ich Eisbaden gehe, ich bin jetzt schon wieder öfter als im Sommer baden gegangen, weil ich so wirklich Probleme habe so mit Novemberdepressionen und als wir vor allem ja damit angefangen haben, es hat mir so viel gebracht, dass ich dachte, jetzt habe ich was im Winter gefunden, was ich machen kann, was mir ein gutes Gefühl gibt, wo ich an meiner Psyche, an meiner Mentalität, also an meiner Willenskraft, an meinem Mindset arbeite, aber was mir auch körperlich und einfach mich in Einklang bringt und mich von innen heraus stärkt und mir diesen Push auch irgendwie gibt, wo alles so grau ist und ja, und es senkt halt auch eben das Cortisol-Level, also ja, aber bis man dann drinne ist, geil, das ist halt nicht grau, ja. Aber ich denke mir die ganze Zeit, boah, also wirklich dieses Reingehen, das ist immer, aber ich mach das. Einfach machen. Also, was man vorher beachten sollte oder was ich gelernt habe von der Kate, ist mir schon so meine Sachen hinzulegen, das Handtuch hinzulegen, vielleicht auch dicke Socken hinzulegen und deswegen, ich erkläre gleich auch gar nicht mehr so viel, weil ich dann wirklich bei mir bin. Ich versuche einfach vorher schon ruhig zu atmen, bei mir zu sein und vielleicht seht ihr das auch wieder im Wasser. Also, dass ich vorher sehr konzentriert bin und sobald ich drin bin und so dieses alles zugelassen habe, also der Moment, also du musst wirklich alles zulassen, du kannst dich nicht wehren. Die Kälte wird nicht besser, wenn du dich anspannst oder so, du musst wirklich loslassen, musst dich versuchen, in dieser unangenehmen Lage zu entspannen. Und wenn ich das dann merke, dass ich in dem Wasser entspanne, dann fange ich an zu strahlen. Aber das ist nicht, weil ich
das passiert einfach. Das, ich kann dagegen nichts machen. Vielleicht passiert es heute auch wieder. Ich bin nicht schwach und jetzt nicht sicher. Aber jetzt werde ich erstmal so in mir sein. Das ist ja übrigens aktueller Formcheck. 4 Wochen nach dem Wettkampf. Also ich hatte jetzt tatsächlich Wettkampf. Da fühlte ich Eisbaden. Ja, hier mal. Kate ist letztens reingesprungen. Ich bin immer noch so ruhig. Ich schwimme nicht. Wenn man dann draußen ist, dann sollte man sich relativ schnell wieder trocken machen und dann machen wir einen Warm-up. Ziehst du dich zum Warm-up eigentlich? Bist du dann noch in der nassen Sache? Ja. Also das Einzige, was ich machen würde, wenn es richtig kalt ist und der Untergrund auch vielleicht gefroren ist, dann Badeschlappen anziehen. Weil die Füße sind im Wasser ordentlich abgefroren und dann ist es ein bisschen angenehmer draußen Schlappen anzuhaben. Mehr mache. Wir waren ja Samstag Eisbaden. Ich hatte erstmal richtig Muskelkater von meinen 10 Push-Ups. So, warum macht man das Warm-up? Möchtest du das erklären, warum man hier? Also, was sind die Vorteile vom Eisbaden? Man hat einmal körperliche Vorteile, aber auch mentale Vorteile. Und ich zähle einfach mal so ein bisschen auf, was ich daraus ziehe. Also, körperlich ist es einmal der Umgang mit Kälte, den wir total verlernt haben. Und ja, im Winter hast du einfach nicht mehr so viel Stress, wenn es mal kalt wird. Und du trainierst dein Immunsystem, bestärkst dein Immunsystem und trainierst dein Gefäßsystem, was dazu führt, dass du besser mit Nährstoffen versorgt werden kannst, was sehr, sehr geil ist. Mental ist es, dass du dich in eine Stresssituation aus eigener Kraft hineinbegibst und sogar in dieser Situation auch noch Ruhe und Entspannung findest. Also das ist ein ziemlich geiles Stresstraining. Also ein Tool für Stressmanagement. Gleichzeitig nutzt du auch wieder das Tool deiner Atmung, was auch sehr geil ist. Und du bist draußen in der Natur, was eh immer gut ist. Und ja, für mich hat es einen super meditativen Effekt. Der Kopf ist einmal komplett aus. Was, wenn du Schwierigkeiten hast, abzuschalten in der totalen Entspannung, ein ziemlicher Gamechanger für dich sein kann, weil ja, du setzt dich in einen richtigen Stress rein und findest da die
maximale Entspannung und das nur für 5 Minuten, das ist schon sehr geil. Was ich jetzt auch gemerkt habe, jetzt so nach diesem einen Jahr mit Eisbaden und Eisduschen, also morgens auch immer kalt zu duschen, ist, dass ich im Sommer, ich weiß nicht, ging das auch so, ich habe nicht mehr so doll geschwitzt. Also ich kann mich besser an unterschiedliche Klima anpassen. Also dadurch, ich glaube, das ist, man bildet ja braune, also der Körper wandelt die Fettzellen in braune Fettzellen um und die braunen Fettzellen sind quasi so thermoregulatorische Fettzellen. Und ich glaube, dann ist man einfach adaptiver an Kälte und Hitze, oder? Das ist so. Ja, in dem Fall, weil du dich einfach mit unterschiedlichen Temperaturen auseinandersetzt. Ja. Das tun wir ja heutzutage eigentlich nicht mehr, weil wir immer, ja. Ja, entweder im Sommer Klima. Bei der gleichen Temperatur unterwegs sind, ja. Ja. Ja, ja. Und der Stoffwechselbooster, ne? If you don't also, use it, you lose it. Also wer Fett verbrennen möchte, der darf ins Eiswasser gehen, ne? Der Diät-Hack für Weihnachten. Und nun alle vor Weihnachten. Also ich gehe jetzt erstmal noch Eisbaden, bevor ich mir die Rouladen reinziehe. Ja. Deswegen bleibt Maya immer liegen. Ich Eisbad, das ist eigentlich mein Hack. Das liegt nicht an der Ernährung. Es liegt am Eisduschen. Also es ist ja auch übrigens, wie man sich daran gewöhnen kann, einfach ja erstmal mit kaltem Duschen zu starten, ne? Ja, so 15 Sekunden. 30? Wie lange? Ja, 30 Sekunden. Und das ist so geil, also wenn ich jetzt, also ich weiß, dass so dieses Eisbaden, ich mache das jetzt, also ich möchte so ein, zweimal die Woche wieder machen und das ist jetzt das zweite Mal diese Woche und es ist einfach so ein geiler Start in den Tag, früh aufstehen, meditieren, Training, Eisbaden, wir gehen jetzt richtig geil frühstücken, wir werden jetzt ein Stück Fleisch essen und das gibt, und dann über Business reden, es gibt einfach so ein geilen Vibe für den Tag und da muss man dann auch keine Angst mehr haben vor so einem richtigen Tief im Winter, weil das gibt dir so viel innere Kraft, auch diesen Winter zu durchstehen und ja, also ich kann es so empfehlen, Eisbaden für sich auszuprobieren. Ich hätte früher auch nie gedacht, dass ich das, also ich habe die Leute immer beobachtet, die das gemacht haben und gedacht, boah, never ever würde ich das machen, aber jetzt, es ist wirklich so ein Teil von mir geworden. Ich bin so ultra dankbar dafür, dass wir das ausprobiert haben. Und es war eigentlich erst nur so eine Challenge. So, Kate hat gesagt, ey, lass mal zu diesem Workshop fahren. Ich dachte so, gar keinen Bock, aber ich wollte dann vor Kate auch nicht sagen, ich mach's nicht. Ich wollte, dann bist du ja in der Competition und dann habe ich gedacht, oh, dann muss ich ja mitmachen, ich will keine Schwäche zeigen. Und dann, aber das hat mir so ultra, das gibt mir so ultra viel und ich bin super dankbar dafür. Und es ist jetzt ein Jahr, dass wir das machen, also Eisbaden kontinuierlich und Atemtraining und das ist wirklich richtig nice. Also für euch, probiert es mal aus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon macht, so Eisbaden. Und wenn nicht, dann fang ab heute an, ab heute 30 Tage lang, setze die Challenge morgens 15 Sekunden erstmal kalt zu duschen, jeden Morgen, es dauert nicht lange, und das zu steigern bis zu 30 Sekunden. Und dann hast du 30 Tage etwas gemacht, wo du merkst, du tust deinem Immunsystem was Gutes, du tust deiner Willenskraft was Gutes, du tust deiner mentalen Gesundheit was Gutes, du tust deinen Fettzellen was Gutes, deinem Stoffwechsel was Gutes, deine Regenerationskapazität was Gutes. So viel Gutes. Du tust allen Menschen was Gutes. Und du wirst auf jeden Fall Wasser sparen, weil du nicht mehr so lange duschst. Und dann tust du da auch der Umwelt was Gutes. Also, du hast so viele Vorteile. Und ja, wenn ihr euch das Video gefallen hat, dann bitte auf Abonnieren drücken und auf Liken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.